Hatten die Nornen gute Neuigkeiten? Nein. Ah, vielleicht würde es dich ablenken, wenn du etwas Teures kaufst. Wie konnten wir das übersehen? Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Irgendwas für Freya? Ich hoffe, es gefällt dir. Was darf sein? Ich feuere die Schmiede an. Trage es mit Stolz. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Soll es was Bestimmtes sein? Pass auf! Erzähl mir mehr über diese Macht, die Heimdall hat. Er sieht die Zukunft. Er durchschaut eher die Person. Er sieht ihre Absicht. Meine Absicht ist, ihn zu töten. Dieses Wissen wird ihm nicht viel helfen. Du solltest ihn auf keinen Fall unterschätzen. Jeden Zug, den du machst, er wird alles kommen sehen. Wenn du ihn herausforderst, brauchen wir etwas anderes. Einen Vorteil. Bitte? Also gut. Wir fragen die Zwerge. Ah! Die unvermeidliche Befragung der Zwerge. Verzeihung, dürfte ich für einen Moment stören? Oh je, was jetzt?
Was willst du? Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Nidaugr getötet wurde. Und daraufhin wurden die Nachkommen auf die neuen Welten losgelassen. Und wenn schon? Unglücklicherweise ohne ein Vorbild, das sie beaufsichtigt. Können die kleinen Raker viel Unfug anstellen. Mit der Zeit könnte dieser Unfug dazu führen, dass sie die neuen Welten vollständig verschlingen. Um dieses grausige Schicksal abzuwenden, hätte ich gerne, dass du mir die Lindwürmer bringst. Ich glaube nämlich, dass ich eine geeignete Vaterfigur für ihre Erziehung wäre. Du findest die Wesen in allen Welten, wo sie an Rissen nagen. Bewahre sie in diesem Gerät sicher auf. Bring sie zu mir und ich verspreche dir, die Mühe wird sich lohnen. Du willst sagen, du willst sie selbst aufziehen? In der Tat. Ich habe weitreichende Erfahrung im Umgang mit extremen Persönlichkeiten. Verglichen dazu im wahrsten Sinne des Wortes mit meinen Emotionen zu ringen, sollte das Großziehen von ein paar Lindwürmern ein Kinderspiel sein. Ach, was gibt es noch? Wegen Nidaugr. Du solltest wissen, wir hatten keine Wahl. Das war Odin. Oh, ich bin mir der Rolle des Allvaters bei dieser Tragödie sehr wohl bewusst. Leider kann man von ihm nicht erwarten, dass er hinter sich aufräumt. Nicht alle Götter wollen, wie du, vergangenes Unrecht wiedergutmachen. Jetzt nimm bitte das Fanggerät und versuche, unsere vermissten Lindwürmer zu finden. Sollte ich sonst noch etwas für euch haben, lasse ich es euch wissen. Verstehst du nicht, wann ein Gespräch vorüber ist? Na, was könnte es sonst zu besprechen geben? Seid zurück. Sie sind zurück. Entspann dich. Ich sehe sie. Es gibt Neuigkeiten. Oh. Haben die Nornen gesagt, wie du Atreus rettest? Haben wir einen Plan? Die Nornen sagen, Heimdall wird Atreus töten. Der Plan ist, Heimdall vorher zu töten. Oh, wow, na gut. Heimdall, mal sehen. Verliert nie, sieht alles kommen, riesige Spaßbremse. Das wird nicht leicht. Was auch immer seine Stärken sind, ich werde ihn mit meinen überwältigen. Genau das ist es. Du musst seine Sinne überlasten, verstehst du? Und ich weiß da etwas, das dir dabei helfen könnte. Hol Dröpnir her. Dröpnir, aber wir brauchen ihn. Die Vorräte. Ach, wir haben genug. Mehr als genug. Selbst wenn, Dröpnir ist keine Waffe. Warum sollte... Oh, du meinst, wir verbinden ihn mit... Ganz genau. Und wenn er dann... Macht er... Verdammt, das ist brillant. Also gut. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als Dröpnir zu holen. Dröpnir. Ich wusste, die beiden hatten ihn gestohlen. Und Odin gab mir die Schuld für sein Verschwinden. Sie stahlen Dröpnir? Wir haben nichts gestohlen. Wir haben nur etwas zurückgeholt, was niemals hätte verschenkt werden dürfen. Wie töte ich damit Heimdall? Da mach dir mal keine Gedanken. Es ist eine Überraschung. Wir sind Künstler. Aber um Dröpnir nur zu lagern, bräuchte man... Was meintest du? Jetzt willst du Heimdall töten? Gewalt verhindert keine Gewalt, Kratos. Ich dachte, das hättest du verstanden. Was auch immer du denkst, dass ich verstehen soll, mein Sohn ist in Gefahr. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Auch wenn das Krieg bedeutet. Was glaubst du? Ich glaube.
wirst mir fehlen, Kleiner. Hab ihn! Glaub ich. Ich dachte, du glaubst nicht ans Schicksal. Wir machen uns alle Sorgen um deinen Sohn, aber wir... Heimdall ist eine Bedrohung, nicht nur für Atreus, sondern für alle. Er ist Odins linke Hand und trägt das Horn, mit dem Ragnarök beginnt. Könnten wir ihn aus dem Weg räumen, dann... Und es kann auch eine Falle sein, weil der Bastard deine Absichten kennt. Kratos, ihm hat noch nie jemand nur ein Haar krümmen können, nicht eins. So, ich habe gesammelt, was es zu sammeln gibt. Wie lange dauert es? Wir müssen nach Svartalfheim für den Rest der Materialien. Und dann noch der Besuch bei... der Dame. Oh. Oh, viel besser. Au. Kratos, wann immer du bereit bist. Dame? Keine Ahnung, wovon er redet. Du meinst es nur gut. Um ehrlich zu sein, unser letztes Abend. Ich kann mich nicht mehr. Ich merke jetzt erst, wie viele kleine Routinen ich mir mit Dröpnir angewöhnt habe. Ich werde es vermissen, Ringe für Gold einzuschmelzen. Aber ich schätze, was wir haben, reicht noch bis Ragnarök. Hey! Bereit aufzubrechen? Zu früh? Wir sehen uns. Ah, dann mal auf zu der Dame. Ich übernehme. Oh nein, das war alles meine Idee. Ich spreche mit der Dame. Ich habe noch nie mit der Dame gesprochen. Und das hat seine Gründe. Brock wird gehen. Was? Nein, nein, nein. Ich du hast ihn gehört. Keine Bange, ich werde es nicht vermasseln. Was zum... Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten? Da habt ihr euch getäuscht. Was war denn das eben? Ach, nur Sindri, der den ganzen Ruhm einstreichen wollte. Nichts Neues. Nicht das, das Tor. Was ist mit dem Tor? Wahrscheinlich hat jemand den Nidrvellir am System rumgepfuscht. Vermutlich deswegen, weil ihr ständig irgendwo einbrechen musstet. Aber zerbricht dir nicht den körperlosen Kopf, mein Freund. Brock ist gut vorbereitet. Ich kenne von früher noch ein paar Ein- und Ausgänge. Tore, an die sie nicht mal im Schlaf denken würden, weil sie nämlich dumm sind. Brock, wo sind wir? Ihr seid hier richtig. Ein verlassener Versorgungstunnel. Direkt zum Schmiedelager. Wir sehen uns da oben. Na los. Brock. Und weg ist er. Bist du sicher, er war die richtige Wahl, Bruder? Ich vertraue ihm. Er redet Tacheles. Und doch so anschaulich.